Vielen Dank für die freundliche Ankündigung, die ich gar nicht verdient habe. Ich muss nämlich mit drei Geständnissen anfangen. Das eine Geständnis hat Herr Aidenmüller schon vorweggenommen. Ich habe den Titel meines Vortrags geklaut. Against Settlement ist tatsächlich ein ganz berühmter Aufsatz von Owen Fiss, einem Professor an der Yale Law School, den der vor einigen Jahren geschrieben hat. Und ich habe überlegt, wie ich meinen Vortrag heute nennen kann. Mir ist kein besserer Titel eingefallen. Ich hoffe, Herr Fiss wird mir mein Plagiat verzeihen. Mein zweites Geständnis, ich werde jetzt eine halbe Stunde über etwas reden, was Sie alle gar nicht hören wollen. Nämlich, dass Vergleiche Mist sind. Ich werde eine halbe Stunde Ihnen versuchen zu erklären, dass sich Parteien nicht vergleichen sollten, jedenfalls nicht so vergleichen sollten, wie das heute in Deutschland so stark gefördert wird. Und mein drittes Geständnis ist, ich werde das auf eine total einseitige Art und Weise tun. Sie werden von mir jetzt keine objektive, subjektive und dann vermittelnde Theorie hören, die, wie wir Juristen das so gut können, dann alles zusammenführen, sondern ich werde Ihnen ein grundehrliches, einfaches Plädoyer gegen Vergleiche halten. Wie werde ich das machen? Wir werden uns gemeinsam mal 8 Perspektiven auf Vergleiche anschauen, die man einnehmen kann. Und ich werde Ihnen diese 8 Perspektiven kurz vorstellen. Ich will Ihnen aber zunächst sagen, warum ich gegen Vergleiche heute spreche und warum das mit Owen Fiss zu tun hat. Owen Fiss hat diesen berühmten Aufsatz Against Settlement geschrieben, weil er in Amerika damals eine Mediationseuphorie beobachtet hat, die ihn tierisch genervt hat. Er hat gesagt, diese Diskussion wird doch total einseitig, man spricht gar nicht mehr über die Nachteile. Und meine Damen und Herren, ich glaube und ich fürchte, dass wir genau in diese Falle auch in Deutschland laufen. Schlichten ist besser als richten. Das ist ein Gemeinplatz, nicht wahr? Wer hinterfragt das denn noch? Mediation und Vergleich, Kompromiss und außergerichtliche Streitbeilegung, alles positiv besetzte Begriffe. Wer spricht denn über die Nachteile? Der Staat fördert Mediationsprojekte. Ja, in manchen Bereichen ordnet er eine zwingende Mediation an. Er gibt Geld dafür aus. Sollte er nicht lieber die Gerichte besser personell und sachlich ausstatten? Ist das eine richtige Mittelverwendung? Die Schiedsgerichtsbarkeit greift diesen Trend begeistert auf. Herr Reschke-Kessler, der heute hier ist, hat einen Aufsatz geschrieben, The Arbitrator as a Settlement Facilitator. Ist es etwa heute die vorrangige Aufgabe des Schiedsrichters zu vergleichen? Und wenn ja, wollen das die Parteien? Und die Mediationsbewegung? Nun, aus meiner Sicht, die trägt dieses Win-Win wie so eine Monstranz vor sich her und sagt gleichzeitig, wir sind nicht nur das Bessere, sondern auch das moralisch höherwertige Verfahren. Wirklich? Das, meine Damen und Herren, waren nicht die Fragen eines lesenden Arbeiters, das waren die Fragen eines besorgten Juristen. Und wenn diese Diskussion tatsächlich so einseitig ist, dann ist, glaube ich, der einzige Weg, dass man einfach einmal einen einseitigen Standpunkt dagegen stellt. Und das mache ich heute, ob Sie es hören wollen oder nicht. Wenn Sie es nicht hören wollen, können Sie rausgehen, da kann ich da nichts gegen machen. Aber die von Ihnen, die hier bleiben, die werden sich das anhören und wir gucken uns 8 Perspektiven an. Ich möchte nämlich, dass Sie dann einen Perspektivwechsel einnehmen und dass wir am Ende streitig und kontrovers darüber diskutieren können, ob diese Mediationseuphorie tatsächlich richtig ist. Und was sind die 8 Perspektiven? Sie sehen sie hinter mir. Wir gucken uns das aus jeder Sicht an. Wir gucken es uns aus der Sicht der Gesellschaft an, aus Sicht der Rechtsvergleichung. Wir gucken es uns aus Sicht der Richter und der Mediatoren und der Parteien an. Und ganz unten, das haben Sie gerade gesehen, selbstverständlich in diesen Tagen gucken wir uns das auch aus Sicht der Fußball-Weltmeisterschaft an. Und ich verspreche Ihnen, die Conclusio wird immer gleich sein. Against Settlement. Fangen wir mit der Gesellschaft an. Fangen wir mit der Gesellschaft an und Owen Fiss. Wie hat Owen Fiss denn damals, ich glaube 1984 ist der Aufsatz erschienen, wie hat er denn damals begründet, dass Vergleiche schlecht sind? Er hat das auf verblüffend einfache und, wie ich finde, brillante Art und Weise gemacht. In einer Demokratie, meine Damen und Herren, wo das Recht von den Bürgern gesetzt ist, verkörpert das Recht die Sicht der Gesellschaft, wie eine Gesellschaft aussehen soll. Verträge sind einzuhalten. Wenn ich meine Frau verlasse, zahle ich 2 Jahre lang Unterhalt. Oh, ein bisschen länger. Wenn ich ein Produkt kaufe, was kaputt ist, kann ich das 2 Jahre lang zurücktauschen. Und wenn alle Menschen sich so verhalten würden, wie das Recht das vorsieht, dann würden wir ein ideales, streitfreies Zusammenleben führen.
tun die Menschen aber nicht. Sie halten sich nicht an das Recht. Also werden sie dazu gezwungen, indem man zu Gericht geht. Und wozu führt das? Das Recht sorgt dafür, dass wir uns alle diesem Ideal einer Gesellschaft annähern, nämlich diesem Gesellschaftsentwurf, den wir uns mit unserer Rechtsordnung gegeben haben. War das zu esoterisch? Nun, Owen Fitz hatte ein brillantes Beispiel für seine These, den berühmten amerikanischen Fall Brown versus Board of Education. Was war denn da passiert, meine Damen und Herren? Eine Schülerin schwarzer Hautfarbe mit dem Pseudonym Lucy Brown klagte gegen das Erziehungsministerium. Was war ihre Klage in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts? Ihre Klage war: Ich darf nur auf eine Schule gehen für Schüler mit schwarzer Hautfarbe, ich will aber auf eine Schule für Schüler mit weißer Hautfarbe. Warum? Nun, in den Südstaaten der USA gab es damals diese Separate but Equal-Doktrin. Wir behandeln Schwarze und Weiße genau gleich. Jeder darf auf eine Schule für Kinder mit der gleichen Hautfarbe. Und Lucy Brown hat gesagt, das lasse ich mir nicht gefallen. Sie klagte sich durch die Instanzen und war einige Jahre später beim US Supreme Court angekommen. Und der US Supreme Court in dieser Landmark-Decision sagte, das geht so nicht. Das ist Rassendiskriminierung und erst mit dieser Entscheidung hörte die Rassendiskriminierung in den USA auf. Und jetzt fragte Owen Fitz, was wäre denn passiert, wenn Lucy Brown in eine Mediation gegangen wäre? Das kann ich Ihnen sagen. Das Erziehungsministerium hätte ihr sofort ein Harvard-Stipendium angeboten. Für Lucy Brown wäre das besser gewesen. Und ehrlich gesagt, auch für die Stadt, in der sie lebte, wäre das besser gewesen. Es gab nämlich Rassenausunruhen wegen dieses Prozesses. Aber wäre es für die Gesellschaft besser gewesen? Nein. Für die Gesellschaft war der Streit besser, der Vergleich wäre katastrophal gewesen. Und deswegen die zentrale These von Owen Fitz, der hoffentlich jetzt hinter mir gleich auftaucht: Manchmal, meine Damen und Herren, ist Gerechtigkeit wichtiger als Frieden, wichtiger als Rechtsfrieden. Und wenn Ihnen das alles noch zu esoterisch war, gucken wir uns das mal down to earth an. Stellen Sie sich doch mal vor, Sie kaufen für 100 Euro etwas im Versandhandel, Sie bezahlen nicht und können darauf vertrauen, dass Sie schon in eine Mediation gehen, wo es dann vielleicht ein bisschen billiger wird. Wollen Sie das? Reden wir über Erdölförderung in der Tiefsee. Möchten Sie, dass Unternehmen, die da Mist bauen, sagen, am Ende werden wir den ganzen Schaden schon nicht regulieren müssen, in der Mediation können wir uns schon auf irgendwie so ein Kompromissmodell einigen? Ich lasse Sie mit diesem Gedanken mal alleine. Und wir gucken uns die zweite Perspektive an, die Perspektive der Rechtsvergleichung. Und da bietet sich nicht so sehr an wie ein Blick nach England. In England gab es vor einigen Jahren eine Reform der Zivilprozessordnung, die sogenannte Wolf-Reform, die die außergerichtliche Streitbeilegung extrem gefördert hat. Und ich erzähle Ihnen einen wahren Fall, der sich dann unter der neuen englischen Zivilprozessordnung ereignet hat. Kathleen T. war Pferdebesitzerin. Eines ihrer Pferde büchste aus, versuchte die Gleise einer Hochgeschwindigkeitszugstrecke zu überqueren und es kam ein Zug, das Pferd starb. Kathleen T. verklagte die Eisenbahngesellschaft. Kathleen T. verlor in allen drei Instanzen. Alle Richter sagten, du hättest besser auf dein Pferd aufpassen müssen. Und was machte das höchste englische Gericht? Es legte der Eisenbahngesellschaft einen Großteil der immensen Verfahrenskosten auf. Wie das? Fragt sich der deutsche Jurist erstaunt. Nun, in dem Urteil des englischen Gerichtes findet sich etwas vereinfacht folgender Satz. Maybe an apology would have been sufficient to avoid the litigation. Hätte sich die Eisenbahngesellschaft auf eine Mediation eingelassen, was sie während des gesamten Verfahrens vehement abgelehnt hätte, hätte man ja vielleicht diesen teuren Rechtsstreit vermeiden können. Finden Sie das richtig, meine Damen und Herren? Ich finde das katastrophal. Ich möchte mich nicht dafür entschuldigen müssen, zu sagen, ich beharre auf meinem Recht. Ich möchte mir nicht vorwerfen lassen müssen, Herr Risse, sind Sie etwa nicht kompromissbereit? Hey, wenn ich Recht habe, bin ich nicht kompromissbereit. Da will ich mein Recht durchsetzen und ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, wo mir von Gesetzes wegen, wie jetzt in England, vorgeschrieben wird, dass ich doch grundsätzlich zunächst mal vergleichsbereit sein soll. Wechseln wir wieder die Perspektive, gucken uns die Perspektive 3 an, die Perspektive des Gesetzgebers.
Da glauben die jetzt ja, sowas wie in England, das kann es bei uns ja nicht geben. Ah, falsch, meine Damen und Herren. Der deutsche Gesetzgeber ist vor einigen Jahren auf die Idee gekommen, 15 EGZPO einzuführen, Mediation in Bagatellfällen im Zusammenhang mit gerichtlichen Ausführungen, mit landesrechtlichen Ausführungsgesetzen. Und da wird tatsächlich, ich glaube, bis zu einem Streitwert von 750 Euro mediationszwangsweise vorgeschrieben. Und weil ich hier ja an einer juristischen Fakultät bin, werden wir hier doch mal kurz juristisch. Was passiert denn da verfassungsrechtlich? Es wird in ein Grundrecht eingegriffen, in eine grundrechtsgleiche Position, nämlich den Justizgewährungsanspruch des Bürgers, folgt aus Artikel 20 Grundgesetz, aus dem Rechtsstaatsprinzip. Man sagt dem Bürger nämlich, bevor ich dir die Tür aufmache, um in dem Beispiel zu bleiben, was wir eben gehört haben, die Tür zum Gerichtssaal aufmache, musst du erstmal durch eine andere Tür, nämlich durch die Mediationstür. Das Mediationsverfahren kostet Geld und Zeit. Und da werden Sie nicht gefragt, wollen Sie das? Nee, da gehen Sie mal schön durch. Habe ich also einen Eingriff in ein Grundrecht, brauche ich ja, das wissen die Studenten hier vielleicht noch besser als die Praktiker, irgendwie so eine Rechtfertigung. Und dann schauen wir uns doch mal an, wie damals der Deutsche Bundestag gemeint hat, er könnte diesen Grundrechtseingriff rechtfertigen. Ja, das erste war, steht in den Gesetzesmaterialien, die Verlagerung der Konfliktregelung von den Gerichten auf alternative Streitschlichtungsstellen dient nicht nur der Entlastung der Justiz. Welche beiden Worte interessieren mich wohl hier besonders, meine Damen und Herren? Diese beiden hier. Nicht nur. Was heißt denn nicht nur? Das heißt ja wohl aber vor allem. Das heißt, warum fördert der Gesetzgeber offenbar die Mediation? Um die Gerichte nicht besser personell und sachlich mit Richtern und Sachmitteln ausstatten zu müssen. Weil es billiger ist, meine Damen und Herren. Wenn das so ist, dann wird der Justizgewährungsanspruch aber zu einer a-kleinen Münze. Wenn der Gesetzgeber sagen kann, nee, den Zugang zu den Gerichten, den erschwere ich dir, ist mir zu teuer. Ja, da würde praktisch der Zugang zu den Gerichten unter so eine Art allgemeinen Finanzierungsvorbehalt gestellt. Das kann ja wohl nicht sein. Zweite Begründung hört sich zunächst etwas besser an. Steht auch in Gesetzesmaterialien. Konsensuale Lösungen können darüber hinaus in manchen Fallgestaltungen eher dauerhaften Rechtsfrieden stiften als eine gerichtliche Entscheidung. Auch hier, meine Damen und Herren, interessieren mich wieder ein paar Worte. Schauen wir uns die mal an. Können, eher, manchen. Ja, drei Weichspüler in einem Satz. So richtig sicher scheint sich der Gesetzgeber da wohl nicht zu sein, nicht wahr? Und ich habe Mediationen scheitern gesehen. Das führt nicht zu Rechtsfrieden. Das führt dazu, dass die Rechtsdurchsetzung enorm viel teurer und enorm viel aufwendiger wird. Also eine Regelvermutung aufzustellen, meine Damen und Herren. Mediation ist besser als Gerichtsprozess und deswegen erstmal in die Mediation. Dafür würde mich in der Tat mal ein empirischer oder anderer Beleg interessieren. Ich habe ihn bisher noch nicht gesehen, aber vielleicht wird mir ja gleich eine angeboten. Ich finde aber an diesem Satz etwas anderes noch viel schlimmer, meine Damen und Herren. Dieser Satz, man entschuldige das Wort in diesem Raum, zeugt, und ich meine das jetzt preußisch, ja, ich meine das preußisch, zeugt von einem polizeistaatlichen Denken. Der preußische Polizeistaat war nicht so negativ besetzt, wie wir ihn heute besetzen. Der preußische Polizeistaat sagte, ich der König, ich der Staat weiß besser für dich, Bürger, was gut für dich ist. Du Bürger bist dumm und deswegen kümmere ich mich um dich. Und dieser Satz hier sagt doch nichts anderes, als dass der Staat heute sagt, ich, Staat, weiß besser für dich, was Bürger gut ist. Du vergleichst dich mal besser, statt deinen Prozess entscheiden zu lassen. Und das, meine Damen und Herren, finde ich zutiefst freiheitsfeindlich. Wer so etwas entscheiden muss, ist der Bürger, der den Konflikt hat. Und die alte Oma, die ein Sofa mit Flecken gekauft hat, und das für 500 Euro zurücktauschen will, der ist die Entscheidung dieses Rechtsstreites genauso wichtig wie der Siemens AG 100 Millionen Euro Rechtsstreit. Hier geht es ums Prinzip. Und ich darf der alten Oma da nicht sagen, Oma, tut mir leid, du solltest dich hier vergleichen und dafür kriegst du auch erstmal das passende Verfahren angeboten. Das finde ich nicht in Ordnung. Und deswegen hier meine These, es gibt keine überzeugende Begründung dafür, jedenfalls keine, die ich gefunden habe, warum der Gesetzgeber die Mediation fördern sollte. Ich blicke immer mehr in entsetzte Gesichter in diesem Raum. Ich hatte Ihnen ja gesagt, ich will Sie provozieren. Ich hoffe, Sie können mir dann gleich in der Diskussion sagen, warum ich denn in so vielen Punkten falsch liege. Ich biete Ihnen jedenfalls noch eine Perspektive an. Die geht ein bisschen schneller, die Perspektive der Richter. Hier hat Herr Professor Stürner schon vor vielen Jahren, er war noch Habilitant in Tübingen,
den hinter mir stehenden Satz gesagt. Ich drehe mich immer ungern zu meinen Slides um, aber ich muss es, den habe ich nicht auswendig gelernt. Schlichten ist besser als richten. Diese sprichwörtliche Weisheit nehmen Richter außerordentlich ernst und begreifen die gütliche Beilegung eines Rechtsstreites als oberstes Ziel ihrer Bemühungen. Das streitentscheidende Urteil ist in ihren Augen die Notlösung für den Fall, dass der Versuch gütlicher Einigung fehlschlägt und der Richter seine Friedensaufgabe nicht erfüllen kann. Ich glaube, meine Damen und Herren, die Praxis, die ich an den staatlichen Gerichten sehe, geht leider sehr in diese Richtung. Haben Sie ungefähr eine Vorstellung davon, wie viel Prozent der Fälle, die an den bayerischen Gerichten heute, Klagen, die an den bayerischen Gerichten angebracht werden, streitig entschieden werden? Weniger als 50%. Das legen wir, leben schon in einer Vergleichs- und Kompromisskultur. Und ich fürchte, dass die Richter, wenn man ihnen jetzt noch sagt, ihr seid auch Richtermediatoren, dass sie ihre streitentscheidende Aufgabe weiter vernachlässigen werden. Ich hatte die Chance, vor einigen Jahren hier einen Vortrag von Herrn Merck zu hören, einem dem bekanntesten deutschen Schiedsrichter, der sagte, für mich ist wichtig, dass ich schnell entscheide und bei der Entscheidung bleibe. Das stiftet Rechtsfrieden und die Parteien können sich wieder auf etwas anderes konzentrieren. Ich glaube, er hatte recht. Was ich heute sehe, ist, dass mir Richter fünfmal sagen, ob ich mich nicht vergleichen will mit meiner Partei, sodass ich irgendwann mich genötigt sehe, weil ich Angst habe, ich verspiele das Wohlwollen des Richters, wenn ich dem Richter sage, nein, hohes Gericht, ich will diese Frage entschieden haben, ich habe schlicht recht. Ja, ich glaube, dass das eine Tendenz ist, die in die falsche Richtung geht. Und wenn ich das ein bisschen belegen möchte, würde ich sagen, schauen Sie sich mal die deutsche Zivilprozessordnung an. Ein Paragraph beschäftigt sich mit Vergleichen. Über 1100 beschäftigt sich nicht mit Vergleichen. Die tatsächliche Relation ist, dass 50% der Fälle, die an deutschen Gerichten entschieden werden, anhand eines Paragraphen abgehandelt werden, 278 ZBO. Kann das richtig sein? Ja gut, ich übertreibe ein bisschen, aber ich hatte Ihnen ja versprochen, polemisch zu sein. Ich glaube, dass der Vergleichsvorschlag tendenziell eine unrechtmäßige Konfliktentscheidung fördert. Sind sich die Richter dessen bewusst? Es gibt Fälle, das räume ich ein, da spiegelt der Vergleich die Rechtsordnung wider. Dann sind wir beim Bereich des Mitverschulden, Schadenschätzung oder Treue und Glauben. Aber in den meisten Fällen machen wir uns doch nichts vor. Fordert das Recht von uns eine digitale Entscheidung? Ja oder nein? Und jeder Vergleich, den ein Richter anregt, ist tendenziell mal, unrechtmäßig ist ein hartes Wort, aber steht vermutlich nicht im Einklang mit der Rechtsordnung. Finden Sie das unproblematisch? Ich nicht. Ich glaube, dass der Vergleichsdruck die Frustration der Parteien fördert. Die Parteien, die ich betreue, die haben häufig das Gefühl, also schon wieder nur ein Vergleich. Das nächste Mal vergleiche ich mich mit gleich selbst. Es lohnt sich ja gar nicht mehr, zu Gericht zu gehen. Ich gewinne ja nie ganz. Ist das die Entwicklung, die wir haben wollen, dass die Parteien von den Gerichten fernbleiben, weil sie wissen, etwas Besseres als einen Kompromiss bekommen sie nicht? Sie glauben, das ist kein Problem. In den USA ist das Problem so groß, dass man von dem Vanishing Trial spricht, von dem verschwindenden Gerichtsverfahren. Die Leute gehen nicht mehr zu Gericht. Sie trauen dem System nicht mehr und die Rechtsfortbildung hört auf. Sie glauben, das ist in Deutschland kein Problem, dass die Rechtsfortbildung aufhört? Versuchen Sie mal einen Fall des Bundesgerichtshofes zu finden, der sich damit mit Haftungsansprüchen nach Unternehmenskäufen beschäftigt. Hat der Bundesgerichtshof seit 10 Jahren nicht mehr entschieden und wenn überhaupt, ist es ein Getränkeherstellerfall. Herr Reschke-Kessler meint offenbar, es hat gerade einen jüngsten Fall gegeben, den ich nicht gelesen habe. Ich überspitze wieder, ich behaupte, die Rechtsentwicklung kommt zu einem Ende, weil wir eine zu große Vergleichsfreude haben. In Deutschland spielt noch ein anderer Grund eine Rolle, dass viel in die Schiedsgerichtsbarkeit abgedrängt wird. Also meine These 4, meine Damen und Herren, Richter sollten Richter bleiben und keine Mediatoren werden. Sie haben es fast geschafft. Perspektive 5 ist die der Mediatoren. Da erinnere ich mich immer an ein Seminar, eines meiner ersten Mediationsseminare vor 10 Jahren in Dresden mit den beiden berühmten Mediatoren Himmelstein und Friedman. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere diese beiden kennt. Es war ein Mediationsseminar über eine ganze Woche. Es war super, bis zum Schlusssatz. Der Schlusssatz steht hinter mir an der Tafel. And if we develop the idea of mediation further, finally there will be peace to justice. Was für eine Hybris, meine Damen und Herren. Was für eine Hybris. Was für eine Verteufelung des Rechts und der rechtsförmlichen Konfliktlösung durch den Prozess. Das ist das, was ich immer wieder kritisiere. Viele Mediatoren meinen, ich kann es doch besser als das Recht.
und ich bin ein Gutmensch und ich bin moralisch höherwertig. Und zur Mediation gehört ja auch so viel moralische Haltung dazu. Und diese moralische Haltung macht mich ja schon per se zu einem, ich überspitze wieder, etwas besseren Menschen. Wenn Sie in der Mediationsszene sich ein bisschen auskennen, und ich glaube, das tue ich, werden Sie leider aus meiner Sicht viele von diesen Menschen treffen. Und deswegen meine These hierzu, ich glaube, viele Mediatoren wollen die Parteien aus Sendungsbewusstsein vergleichen, aber nicht deswegen, weil der Vergleich wirklich die bessere Lösung ist. Perspektive 6, die der Anwälte. Ja, wie stehen denn Anwälte zu vergleichen? Am Beginn meiner Karriere, wenn man sie denn so nennen will, traf ich einen Freund, der bei einer großen deutschen Baurechtskanzlei angefangen hatte, und der sagte mir: Jörg, du glaubst es nicht, unser Seniorpartner hat seit 15 Jahren keinen Prozess mehr verloren. Ich sagte: Boah, gibt's nicht. Doch. Und ich sagte: Du, wenn du mir das Geheimnis verrätst, lade ich dich zum Bier ein. Und mein Freund hat mir das Geheimnis dieses so unglaublich erfolgreichen Seniorpartners verraten. Er hat gesagt: Jörg, du musst nur zwei Sachen beachten. Der gute Anwalt verliert nie, weil er schlechte Fälle nicht annimmt und weil er die guten Fälle vergleicht. Ich habe so gelacht wie Sie und ich habe gesagt: Ich werde ein anderer Anwalt sein. Ich werde kämpfen und manchmal verlieren. Und dann ist mir vor 3-4 Jahren etwas passiert, ein Ereignis, was ich seitdem nicht vergessen habe. Ich hatte für meinen größten Mandanten einen Prozess geführt, eine Lizenzstreitigkeit, wo ich meinem Mandanten von Anfang an gesagt hatte: Du hast eine 30-prozentige Wahrscheinlichkeit, wahrscheinlich geringer, dass du den Fall gewinnst. Sieht schlecht aus. Wir verloren das Schiedsverfahren im Bausch und Bogen. Meine Mandantin trug es mit großer Fassung. Ein Jahr später kriegte ich von dieser Mandantin einen neuen großen Fall und der zuständige Kollege aus der Rechtsabteilung dieser Mandantin berief ein Treffen ein, wo auch Vorstände anwesend waren. Es war ein sehr großer Fall und mein Kollege Urs Zennhäusern aus Zürich war noch mit dabei, und der Kollege aus der Rechtsabteilung führte Herrn Zennhäusern, meinen Partner und mich wie folgt ein. Ja, also Anwälte werden in diesem Fall Herr Zennhäusern aus Zürich und Herr Risse aus Frankfurt sein. Herr Zennhäusern, das können wir sagen, hat noch nie einen Fall für uns verloren. Von Herrn Risse können wir das seit einem Jahr leider nicht mehr sagen. Aber er ist trotzdem ein guter Anwalt. Mein Freund hatte recht. Wir Anwälte werden nicht für brillante Schriftsätze, nicht für brillante Plädoyers, nicht für irgendwas sonst bezahlt. Wir werden für Erfolg bezahlt. Und wenn wir mal Misserfolg haben, können wir sagen: Ich habe trotzdem brillante Arbeit geleistet. Die meisten Mandanten wissen das nicht zu schätzen, und wenn sie es zu schätzen wissen, vergessen sie es schnell. Und ich glaube, dass deswegen viele Anwälte sehr vergleichsgeneigt sind. Und dazu kommt ja, dass nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz der Vergleich auch noch höher moneriert wird, als wenn ich einen Prozess mal gewinne. Deswegen meine These 6, viele Anwälte vergleichen sich, um der Gefahr des Misserfolgs zu entgehen, nicht, weil es die bessere Lösung ist. Und jetzt kommen wir endlich zu der Perspektive 7, zu der Perspektive, die doch eigentlich zählt, die Perspektive der Parteien. Und da hat kurz nachdem Owen Fiss seinen berühmten Aufsatz veröffentlicht hat, Against Settlement, gab es einen Gegenaufsatz. Ich glaube, Carrie Mankell Meadow hieß die Dame, glaube ich. Und die schrieb einen Aufsatz mit dem Titel Whose Dispute Is It Anyway? Wem gehört denn der Konflikt? Und das, meine Damen und Herren, ist tatsächlich die richtige Frage. Wem gehört denn der Konflikt? Gehört der Konfliktindustrie, bestehend aus meinem Berufsstand des Anwaltes, den Richtern, den Mediatoren, dem Staat, dem Gesetzgeber? Nein, der Konflikt gehört den Parteien. Und Carrie Mankell Meadow griff das Beispiel von Owen Fiss auf, das Beispiel von der kleinen Lucy Brown. Und er sagte: Es mag ja sein, dass es für die Gesellschaft besser war, bis zum US Supreme Court zu gehen. Es mag sein, dass es für die Gesellschaft richtig war, denn dadurch wurde die Rassentrennung in den USA aufgehoben. Aber niemand in einer freiheitlich strukturierten Gesellschaft darf das Lucy Brown vorschreiben. Wenn Lucy Brown zur Mediation möchte und sich vergleichen möchte für ein Harvard-Stipendium, hat sie jedes Recht der Welt, das zu tun. Und das, meine Damen und Herren, sehe ich genauso. Der Konflikt gehört den Parteien. Und deswegen müssen aus meiner Sicht die Parteien frei entscheiden,
was sie machen möchten. Die Parteien müssen entscheiden, ob sie zu einem Schiedsverfahren möchten, ob sie in einen Gerichtsprozess möchten, ob sie in eine Mediation möchten, ob sie verhandeln wollen, ob sie reden wollen oder ob sie meinetwegen auch den Konflikt mit wirtschaftlichem Druck oder gar gewaltsam lösen wollen, sodass denn legal in einer Gesellschaft ist. Uns steht es nicht an, die Parteien dazu bevormunden. Und wir haben eben das Beispiel vom Multidoor Courthouse gehört. Solange das Gerichtsgebäude nur verschiedene Türen hat, durch das die Parteien reingehen können, habe ich da überhaupt kein Problem mit. Wo ich ein Problem mit habe, ist, wenn man die Parteien durch bestimmte Türen stupst. Und das passiert im Moment, meine Damen und Herren. Man stupst sie in kleinen Verfahren per se mal durch die Mediationstür. Die Rechtsanwälte bisweilen haben auch ein Interesse daran, sie durch diese Vergleichstür zu stupsen, verdienen sie doch mehr Geld und es geht schneller. Der Staat fängt an, diese Incentives zu setzen. Viele Richter verstehen ihre Rolle falsch und sagen, es ist doch für mich am wichtigsten, dass ich hier vergleiche und außerdem, ich finde das sowieso toll, wenn ich hier Friedensstifter bin und außerdem wird die Akte dünner und die Fallzahl ist schneller erledigt, nicht wahr? Der Pensenschlüssel, wie es bei den Richtern heißt, wird kleiner, wenn ich Fälle schnell vermeide. Dieses Stupsen der Parteien durch gewisse Türen, das halte ich in jeder Hinsicht für problematisch. Und ich glaube, dass das passiert und deswegen halte ich hier dieses Plädoyer gegen Vergleiche. Ja, die Frage ist, whose dispute is it anyway? Und ich glaube, dass viele Parteien, die in einen Vergleich reingestupst werden, dass die am Ende das Vertrauen in das Rechtssystem verlieren. Und ich glaube, dass es deswegen besser wäre, diese Entscheidung unbeeinflusst bei den Parteien zu lassen. Und das ist dann noch meine These 7. Jetzt hatte ich Ihnen ja ganz zum Schluss versprochen, dass ich was zur Fußball-Weltmeisterschaft sagen werde. Und ich weiß, dass die meisten von Ihnen meinen Ausführungen wahrscheinlich nur deswegen gelauscht haben, weil sie die ganze Zeit sich überlegt haben, was sagt er bloß zur Fußball-Weltmeisterschaft. Vielen Dank, dass Sie so lange geblieben sind, aber Sie werden lachen. Die Fußball-Weltmeisterschaft hat ziemlich viel mit meinem Thema zu tun. Ah, da ist mein Ball. Was gibt es denn bei der Fußball-Weltmeisterschaft nicht, meine Damen und Herren? Vergleiche. Es gibt kein Unentschieden. Notfall gibt es eine Verlängerung und Elfmeterschießen. Und wozu führt das denn, meine Damen und Herren? Alle lieben Fußball. Der Verlierer ist vielleicht enttäuscht, dass er verloren hat, aber was wird der Verlierer denn tun? Er wird härter trainieren, dass er das nächste Mal gewinnt. Und der Gewinner sagt, es hat sich gelohnt, dass ich so viel trainiert habe. Und das System Fußball entwickelt sich besser. Wir werden die nächste Weltmeisterschaft in 4 Jahren wird besser sein als diese, weil man aus den negativen Erfahrungen gelernt hat, weil es eben keine Unentschieden gibt. Was hat das mit meinem Thema zu tun? Die provokante These, wäre es nicht genauso, wenn wir sagen würden, es gibt keine Unentschieden, keine Vergleiche, keine Kompromisse, würde da nicht der Verlierer des Rechtsstreits sagen, verdammt nochmal, nächstes Mal muss ich es besser machen? Um ein banales Beispiel zu nennen, das nächste Mal stelle ich vielleicht eine Behinderungsanzeige beim Großbauprojekt rechtzeitig. Das nächste Mal verhandle ich vielleicht eine Klausel in einem M&A-Vertrag etwas besser. Oder ich bin etwas vorsichtiger mit einem Wettbewerbsverbot in einem Joint-Venture-Vertrag. Recht steuert Verhalten. Und wenn ich verliere vor Gericht, steuert es vielleicht in die richtige Richtung. Und der Gewinner in einem Prozess wird sagen, es hat sich gelohnt, dass ich mich rechtstreu verhalten habe. Es hat sich gelohnt, dass ich in einen ordentlichen Vertrag investiert habe. Es hat sich gelohnt für mich, dass ich mir nichts habe zu Schulden kommen lassen. Und das Rechtssystem, meine Damen und Herren, entwickelt sich weiter und wird immer besser. Was wollte ich jetzt meinen Ausführungen erreichen, meine Damen und Herren? Klick mal kurz durch, das habe ich Ihnen alle schon erzählt. Moral von der Geschichte auch. Was wollte ich erreichen mit dem Ganzen, was ich Ihnen erzählt habe? Ich glaube, meine Damen und Herren, wir brauchen in Deutschland eine more supportive theory of justice. Wir brauchen keine Kompromiss- und Konsenskultur. Ja, ich glaube, dass im Moment das Pendel zu sehr in diese Kompromiss- und Konsenskultur schlägt und wir müssen wieder mehr an eine sportive Theorie der Gerechtigkeit denken. Das ist übrigens auch kein Begriff von mir, es ist ein Begriff aus dem angloamerikanischen Recht. Und was wollte ich mit meinem Vortrag erreichen? Dass Sie die Perspektive gewechselt haben. Und wenn Sie sich jetzt an meinen Thesen reiben, dann habe ich mein Ziel erreicht. Ich danke Ihnen.